Wir sind wieder hier in meinem Revier. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch. Neue Woche, neues Glück. Ja, was soll man sagen? Es geht voran. Müssen wir mal kurz den ganzen Rödel wieder starten. Denn links, der war rechts vom Kurs, oder? Ne, der erste war links. Ne, das ist der erste. Der zweite war links. Warte. Der ist rechts vom Kurs, genau. Oh, der braucht Sprit gleich. Na schon, machen wir mal kurz gleich mal im Tankfass hier hoch. Der geht. Der war Pfennig, genau. Ich habe nämlich, kommen wir sofort zu. Ich habe nämlich abgedatet. Mal wieder. Weil wir ja Probleme mit dem Patch hatten. Beziehungsweise es gab einen neuen Patch und ja, es gab es gab ein neues Update und ja, wie es halt dann immer so ist. Auf Warten, perfekt. Den haben wir zu 47 geschickt, der wartet. Und der hat, glaube ich, sowieso keine Gülle mehr. Ne, 14 Kubik hat der. Können wir einmal vorfahren. Können wir den dann ganzen Kubik da reinlassen, was noch da ist. Sowieso nicht so viel. Ja, aktuell spiele ich viel andere Karte. Ostseeküste, falls es euch was sagt. Genau, dagegen ist natürlich die Nordfriesische Marsch ein kleines Licht, hätte ich schon fast gesagt. Weil, wie viel Sprit hat er denn noch? 450 Liter. Das reicht aber hundertprozentig nicht mehr bis zum Ende. Der fährt Kalk. Grubber Missionen abschließen. Danach haben wir nur noch Erntemissionen. Das nützt uns ja auch nichts. Dann brauchen wir Hofparkplatz 5. Genau, aktuell fehlt die Karte, weil wir da. Ja, weil der halt jeden Tag durchlauf, wir da viel zocken gerade. Ich viel zocke, hätte ich gesagt. Und Spaß macht, ist auch mal eine ganz wichtige Sache. Ist natürlich jetzt im Gegensatz zu der nordfriesischen Karte kein Vergleich. Spritzen, spritzen, säen, dreschen, düngen, grubbern, kalken haben wir gar nicht. Ist natürlich im Gegensatz zu Nordfriesischen Marsch kein Vergleich. Marcel und ich, wir haben zwei Trecker, eine Handvoll Anbaugeräte und ist auch aktuell auch, das ist es auch im Endeffekt. Viel mehr haben wir aktuell auch gar nicht. Wie gesagt, wir machen da so ein bisschen Biogas, so ein bisschen Lohne aktuell, so ein bisschen was so anliegt. Jetzt auch nichts Ernstes. Ist natürlich im Gegensatz zu der Nordfriesischen Marsch überhaupt kein Vergleich. Kursspeichern aktivieren. Wie heißt das? Das ist Striegeln. Genau. Ist natürlich kein Vergleich, muss man ja sagen, wie es ist. Es ist halt, ja, was anderes, muss man einfach sagen, wie es ist. Es ist ja so ein bisschen so ein Zusatz, kann man ja auch schon fast nicht sagen. Ist ja schon so ein bisschen, ist halt kleiner, ein paar mehr Leute da, man quatscht ein bisschen, man macht seinen Kram fertig, man guckt immer mal wieder rein, hätte ich gesagt. Ich wollte morgen nach dem Aufstehen direkt einmal drin, habe geguckt, ob unsere Silos fertig waren. Waren sie noch nicht. Dann bin ich wieder raus. Dann bin ich erst, will ich erst frühstücken. Dann habe ich,
Ja, dann war ich frühstücken. Dann habe ich Videos hochgeladen, dann habe ich noch Citybus aufgenommen, dann war ich trotzdem, dann war ich noch danach noch mal wieder kurz drin, habe geguckt, ob Sets fertig sind, waren dann immer noch nicht. Dann wieder was anderes gemacht, dann war ich nachmittags noch mal drin, weiß nicht, 15 Uhr oder so, da war auch noch nichts. Dann war ich wieder, habe ich wieder meinen eigenen Kram gemacht, ein bisschen YouTube, ein bisschen hier geguckt, getan, ein bisschen aufgeräumt, was man halt so macht auf dem Sonntag. Ja, da war ich gegen 17 Uhr nochmal drin und da war ein Silo fertig. Das habe ich dann rauslaufen lassen bis 18 Uhr. Da war die Biogasanlage wieder voll, dann habe ich Abendbrot gegessen. Dann war ich nach dem Abendbrot nochmal eine halbe Stunde da, wieder Silos befüllt, wieder die Biogasanlage vollgehauen, weil die braucht halt 25 Tonnen die Stunde. Und hat eine Kapazität von 75, das heißt, die läuft sowieso nur 3 Stunden durch, dann ist die sowieso leer. Wir haben jetzt auch gar nicht so viel Material, muss man mal auch dazu sagen. Wenn man das mal so vergeht, dass dann 300, 400 Tonnen jetzt gar nicht mal so viel Masse sind. Die habe ich jetzt schon fast innerhalb eines Nachmittags irgendwie durch die Anlage dadurch geworfen. Das ist natürlich schon für das Safe Game auf jeden Fall viel. Für den Nordfriesischen Marsch hätte ich gesagt: Ja, oh mein Gott, 400 Tonnen. Das ist natürlich sowas, 400 Tonnen frische Marsch ist jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so, das sind 8 LKWs oder 8 Ladungen, ist das fertig. Ja. Also der Vergleich, die noch frische Marsch ist halt einfach wüst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch, was wir jetzt aktuell da mit 5 Leuten oder mit 6 Leuten machen, vielleicht auch ganz gut auf dem Nordfriesischen Marsch umsetzen können mit den ganzen Produktionen, weil wir machen alle so viel Unterschiedliches. Die einen kümmern sich um die Tierhaltung, die anderen kümmern sich um Holz, was du ja für die Nordfriesische Marsch auch brauchst. Du brauchst ja Paletten, du brauchst Fässer. Du brauchst sowas alles. Die einen machen nur Ackerbau, die anderen kümmern sich um die Tiere, die einen kümmern sich nur um Feldarbeiten und sowas alles. Der Lohner ist auch noch da, der immer mal wieder dazwischen eingreift. Das könnte, denke ich mal, auch wenn man sagt, man hat irgendwann auf die Dingskarte keinen Bock mehr, dann könnte man immer noch sagen: Jungs, wie wär's? Vielleicht so ein ODX9 fährt zur Werkstatt. Das ist aber das, was wir jetzt mal eben kurz checken müssen. Das geht ja gar nicht. Ich hätte mal vielleicht mal ausschalten sollen. Vielleicht mal kurz gucken, wo ist der Drescher denn? Ah, da ist der. Tust du auf jeden Fall schon mal nicht. Du fährst einfach nur tanken und das deaktivieren wir jetzt gleich bei dir. Das geht ja gar nicht. Also wie gesagt, das ist schon echt geil, muss man da sagen. Macht aktuell Laune. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man das gleiche auch richtig gut auf der Nordfriesischen Marsch umsetzen kann. Die einen machen hier, die anderen machen da, die anderen machen dort, die anderen machen jenes so. Mit den ganzen Produktionen, du hast ja theoretisch, ihr seht ja, was hier teilweise los ist. Wenn man da mal ein bisschen drin rum operiert und so weiter, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das richtig gut klappen könnte. Automatisch reparieren. Hier kurz auch gucken, ob das hier auch aktiviert ist. Da müsste ja gar nicht mal die Nordfriesen, da müsste ja gar nicht mal Kursplan Autodrive dabei sein. Das könnte man ja für ein weiteres Projekt immer noch mal überlegen. Ob man darauf Bock hat, hätte ich gesagt. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, wenn man die Nordfriesische Marsch wirklich effektiv spielt, wenn man jetzt mal einfach zu den Spielstand nimmt, denn der läuft ja schon echt ein bisschen,
Da könnte man, denke ich mal, noch richtig was drin reißen. Das ist natürlich jetzt mein eigener Spielstand, mein privater Spielstand, den ich jetzt für die Aufnahmen nutze. Wo es mir auch immer noch mega Bock macht, gar keine Frage. Aber ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass das richtig geil werden würde. Wenn man sagt, hier mit 6 Leuten, wenn hier 6 Leute aktiv spielen, regelmäßig, und ihr seht ja, was wir teilweise am Fuhrpark haben, sollte repariert werden. X. Gerät, Einstellung, bin ein Drescher selber abtanken, Strom, Multi. Distanz, eine bevorzugte Erstellte. Helfer und Zeige, Tastenbelegung, Zeige, Cursor auf Minikarte. Gameplay-freundlich, Hass hat Expertenmodus. Automatisches Reparieren. Instandhalten. Nicht reparieren. Jetzt habe ich das gerade so umgestellt, dass der wahrscheinlich jetzt gerade alles repariert hat. Au! Läuft. Naja. Der geht mir aber auf den Sack mit der Scheiße. Das ist doch Cosplay. Cosplay regeln wir doch eigentlich immer hier drüber, oder nicht? Bin ich der Timmy? Automatisch drin. Das müssen wir umstellen. Boah, dieses Reparieren-Scheiße ist ja tierisch abverrotet. Wollen wir das gerade Fruchtumfang automatisches Reparieren? Nein, anwenden. Das gleiche machen wir hier auch noch. Minimalzustand. Fahrer wird entlassen, wenn der Schaden des Fahrzeugarbeiters über diesen Wert liegt. So ein einfach dreschen, 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 bis fertig ist der klar. Vor allem, der muss nicht mehr repariert werden. Guck dir den mal an, der ist auch wie neu. Und dachte jetzt hier schön am Abend, kann sonntags abends 22:25 Uhr, morgen ist 1. Mai. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Kurs gelöscht. Das war natürlich auch wieder smart. 78, dreschen, aktivieren, auf geht's, links, nächster Wegpunkt, partiert. So, mein Gott, war ja ein Akt hier. War ja ein Akt. Na, wie gesagt, aber ich musste den Server ausmachen, um halt das Update, den neuen Patch drauf zu spielen, damit das mit dem Shader gelöst wurde. Und wie man sieht, das mit dem Shader wurde gelöst. Ich habe mir auch das Video von Feed Action angeguckt zur 1000. Folge, wo er das Ganze hier so ein bisschen vorstellt. Ein bisschen hier und ein bisschen da macht. Das habe ich mir auch angeguckt und muss echt sagen, mein Gott, ist da wieder ein Kram dabei gekommen. Und wir haben nicht mal ansatzweise irgendwas einigermaßen vernünftig am Laufen. Muss man ja sagen, wie es ist. 22er,
23, 24, 25. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wenn man mal echt sagen muss, ich bin immer noch davon angetan, vielleicht irgendwann mit den ganzen Leuten mal rüber zu switchen, wenn es auf der Ostseeküste keinen Bock mehr macht. Dann hierhin zu wechseln, hätte ich gesagt. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. So, aber das machen wir morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Quatsch.